Wer bei einem Motorsportrennen in den Boxenfunk spricht, der weiß, dass das keine private Angelegenheit bleibt. Bei der Formel 1 werden die Funksprüche im TV übertragen, in der Formel 2, live auf Sport 1, ist es nicht anders. Jeder kann hören, wenn ein Fahrer dort die Fassung verliert. Das indische Talent Arjun Maini, Entwicklungsfahrer bei Haas in der Königsklasse und Stammpilot bei Trident in der Formel 2, muss sich dessen bewusst gewesen sein. Es war ihm in diesem Moment allerdings völlig egal, ohne Rücksicht auf sich und sein Team flippte er beim Sprintrennen in Le Castellet im Gespräch mit seinen Verantwortlichen völlig aus. Ihr Typen unterstützt mich kein bisschen, ich schwöre euch, ihr Typen unterstützt mich kein bisschen, fluchte der 20-Jährige, hörbar aufgewühlt und unter ständiger Verwendung des F-Worts. Ich mache alles, Färf-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Tee, nochmal alles in jeder Färf-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Tensession. Das könnt ihr mir nicht antun. Leute, ich habe keine Power, wenn ich aus der Kurve komme. Warum glaubt mir keiner? Färf-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Tee nochmal. Es folgt der Höhepunkt der Tirade. Maini bekundet, ich will in dieser Serie nicht mehr fahren. Maini wurde bei dem Rennen 10. Offensichtlich war er der Meinung, er hätte ein weit besseres Resultat erzielen können, hätte er bessere Unterstützung durch sein Team gehabt. Maini beklagt Berichten zufolge seit längerem technische Probleme und dass sein Input von den Verantwortlichen nicht angenommen wird. Bereits am Vortag hatte Maini über Motorenprobleme berichtet. twitter.com/arjunmaini_status/10153398327689344 Maximilian Günther ohne Punkte. Seinen ersten Saisonsieg feierte am Sonntag der Niederländer Nycte Fauris, prima, vor dem Schweizer Luis de Litres Ceres und Luca Giotto aus Italien, Campus, der Brite Lando Norris. Kalin, Ersatz Fahrer des Formel-1-Teams McLaren, wurde 5. und steht weiter an der Spitze der Gesamtwertung. Der Deutsche Maximilian Günther belegte im Sprintrennen über 21 Runden am Sonntag den 11. Platz und ging wie schon am Samstag leer aus. Im ersten Rennen war der 20-Jährige nicht über den 13. Platz hinausgekommen. Am Samstag hatte über 30 Runden zum dritten Mal in dieser Saison George Russell Art triumphiert, der Ersatzfahrer in der Königsklasse bei Mercedes ist. Punkt. Der Brite gewann vor dem Brasilianer Sergio Sete Camara, Kalin und Roberto Merhi aus Spanien, MP Motorsport. Am kommenden Wochenende gastiert die Formel 2 in Spielberg, Österreich, live auf Sport 1.